Hallo, hier ist der Marktüberblick über die Top-Themen, die Ihre Trades beeinflussen können. Gebracht Ihnen von investing.com und Lukas-Kurve TV. Ich bin Luis Makroli. Am Freitag rutschte der Greenback gegenüber dem Euro ab, nachdem das US-BIP für das erste Quartal einen Schrumpf um 0,7% auf Jahresbasis verzeichnete. Allerdings bleibt die Einheitswährung wegen der Unsicherheit über Griechenland unter Druck und beendete den Monat mit einem Minus von 1,89. Die amerikanischen ISM-Daten werden heute veröffentlicht und am Dienstag erfahren wir die Daten von amerikanischen Fabrikbestellungen. Der Zinsentscheid der RBA wird auch am Dienstag erscheinen, sowie die jüngsten Beschäftigungsberichte Spaniens und Deutschlands. Am Mittwoch sieht Australien Wirtschaftswachstum für das erste Quartal Licht, während die EZB ihre geldpolitische Entscheidung bekannt gibt. Im Anschluss daran kündigt die BOE ihren Leitzins an. Zum Schluss kommen der kanadische Arbeitsmarktbericht und der amerikanische NFP. Bei Commodities krochen Gold-Futures für August auf der COMEX am Freitag auf 1180,89 pro Feinunze, aber dann sanken sie um 1,25% aufgrund der Erwartungen einer Zinsanhebung im Herbst. Silber-Futures für Juli endeten die Session am Freitag 3,2 Cent höher bei 16,70 Dollar pro Feinunze, doch innerhalb der Woche sank der Silberpreis um 2,05%. Kupfer mit Juli-Lieferung sank am Freitag um 1,43% und innerhalb der Woche sanken die Preise um 2,95%. Wegen Besorgnis um die chinesische Wirtschaft, alle drei Metalle gehen die zweite Woche in Folge zurück. Und schließlich kletterten die Ölfutures am Freitag um gut 4% höher, nachdem die Zahl der Ölbohranlagen in den USA in der letzten Woche am heftigsten seit einem Monat sank. Auf der NYMI stieg Rohöl für Juli um 4,54% und beendete die Woche bei 60,30 Dollar pro Barrel. Auf der ICE Futures Exchange in London sprang Brent für Juli-Lieferung um 4,76% auf 65,56 Dollar pro Barrel. Freitagabend machte der Spread zwischen Brent und WTI 5,26 Dollar pro Barrel aus im Vergleich zu 5,65 in der vergangenen Woche. Das war der Marktüberblick für diese Woche, aber bleiben Sie mit uns bei Lukas-Kurve TV für weitere Nachrichten, Analysen und Interviews. Auf Wiedersehen!